Julie, meine Liebe. Ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht. Ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und Erschaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Ihrem Vorschlag schockiert. Wenn wir die Struktur der Plasmide, die wir vertreiben, wie Sie vorschlagen, so modifizieren, dass die User dadurch anfällig für mentale Manipulation durch Pheromone werden, wäre es uns ja möglich, die Aktivitäten aller Einwohner von Rapture zu steuern. Der freie Wille ist das Fundament, auf dem diese Stadt aufgebaut ist. Allein der Gedanke daran, dies aufzugeben, ist abscheulich. Andererseits befinden wir uns ja im Krieg. Ginge es nach Atlas und seinen Schergen, würden sie uns nicht zu Sklaven machen, wenn sie könnten? Und was wird dann aus dem freien Willen? Nun, radikale Zeiten erfordern radikale Maßnahmen.
Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf zwei von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide. Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Eines der Mädchen kam und setzte sich auf meinen Schoß. Ich habe sie weggestoßen und geschrien, hau ab! Ich sehe, wie ihr das Adam grün und dickflüssig aus dem Mundwinkel quillt. Die dreckigen Haare, die ihr ins Gesicht hängen. Die schmutzigen Klamotten. Dieses tote Glimmen in ihren Augen. Da empfinde ich Hass. Wie noch nie zuvor in meinem Leben. Bitterbösen, sorry. Ich kann kaum atmen. Und auf einmal wird mir klar, dass es nicht das Kind ist. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Todkühler in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet, Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Hetzen Sie Insekten auf Ihre Gegner. So können Sie viele Gegner gleichzeitig attackieren. Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja. Fontaine reibt sich die Hände. Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl.
Auch wenn sie diese Dinger im Bauch haben, es sind immer noch Kinder. Sie spielen und singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Manchmal lächeln sie. Nailing the perfect marriage of story to game. Nicht gegen das Unvermeidliche. Du wirst bald keinen Sauerstoff mehr haben. Und dann wirst du einfach einschlafen.
ganze Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Julies Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gereicht zu haben. Vielleicht überzeugt dich das hier. Ryan hat Lunte gerochen. Er wird ohne Zweifel Besuch vorbeischicken. Am besten läuft er zum Laboreingang zurück und versiegelt ihn. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, ihn diesen Bleister vom Leib zu halten. Ich habe dir ein kleines Notfallpaket mit der Rohrpost geschickt. Ist nicht viel, aber jedes kleine bisschen zählt. Verdient!
Und dann lauf rüber nach Rolling Hills und mach die Taukugel klar. Nächste Station ist bei Ryan zu Hause. Es ist Zeit für unsere Rache. Widersetzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Ich glaube an keinen Gott, keinen unsichtbaren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen. Eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen. Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet, will dir entweder in die Tasche greifen oder er hält dir eine Waffe an den Kopf. Du bist fast da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist davon. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben einen letzten Abend von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohn, der ist wirklich ein totaler Psychopath. Gerade kurz vom Glück.
goldenen Schuh! Ich habe niemanden verletzt! Für die Rolle, du Schwein! Aufgestanden. Wieder. Schon zum zweiten Mal diese Woche. Seitdem mein Gesicht... Steinman hat an mir gearbeitet, aber seit der Explosion war es nicht mehr so wie vorher. Wenn ein Mädchen so lange allein ist, hat es Zeit zum Nachdenken. Wer könnte mich so sehr hassen, dass er mich so zurichtet? Was habe ich ihnen angetan? Ich denke ständig an all die Verbrecher und Terroristen, die Ryan am Apollo Square eingekesselt hat. Und ich werde so zornig. Manchmal bekomme ich kaum Luft. Wenn ich sie nur zur Rede stellen und ihnen sagen könnte, was sie mir angetan haben. Wie sie mein Leben und Rapture ruiniert haben. Vielleicht würde ich mich dann besser fühlen. Zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite. Undenkbar! Thank you.
versuch's ja! Bitte! Noch einmal, junger Fitzpatrick! Krankes Arschloch, lass mich hier raus! Komm jetzt runter, kleine Motte. Leben, Tod. Die Bürde des Künstlers ist, es einzufangen. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen. Kleine Motte. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Was für eine herausragende athletische Leistung. Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen.